Gemmeke. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Skandal Amazon zeigt wieder mal deutlich, in Deutschland läuft etwas gewaltig schief. Die Arbeitswelt wird immer rauer und ungerechter. Das Gefühl für Anstand geht verloren. Empörung reicht hier nicht aus. Wir brauchen endlich wieder soziale Leitplanken auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitsbedingungen bei Amazon können nur als menschenunwürdig bezeichnet werden. Die Leiharbeitskräfte wurden schamlos ausgebeutet. Sie mussten zu lange arbeiten und haben zu wenig Geld verdient. Sie waren schlecht untergebracht und falsch informiert. Und besonders skandalös ist, dass die Beschäftigten auf Schritt und Tritt bespitzelt wurden, auch in ihrem Privatbereich nach der Arbeit. Und dieser Vorfall führt zu großer Aufregung, Unverständnis und Wut bei den Menschen. Und das zu Recht. Und ich hoffe, dass es da auch zu Konsequenzen kommt. Wenn Amazon offensichtlich auch Menschen wie Waren behandelt, dann erfordert das auch politische Reaktionen. Und das weiß auch Frau von der Leyen, die jetzt wieder hektisch Aufklärung fordert und Konsequenzen androht. Ankündigungen reichen nicht. Notwendig sind lückenlose und umfassende Prüfungen. Und zwar erstens natürlich bei der Leiharbeitsfirma. Hier muss die Bundesagentur für Arbeit penibel genau überprüfen, ob korrekt in voller Höhe und durchgängig bezahlt wurde, Herr Kolb, und wenn die aktuell bestätigten Verstöße relevant sind, und das ist das Entscheidende, muss Frau von der Leyen die Karte Lizenzentzug nicht nur ankündigen, sondern auch spielen. Zweitens muss auch konsequent geprüft werden, ob gegen die Sicherheitsfirma wegen Nötigung ermittelt werden kann. Und drittens, und das ist mir ganz besonders wichtig, auch Amazon selbst muss auf den Prüfstand bezogen auf Arbeitsbedingungen, Datenschutz und Steuertricks. Es reicht nicht aus, wenn der Konzern hektisch seine Sicherheits- und Leiharbeitsfirma kündigt. So einfach kann sich Amazon nicht seiner unternehmerischen Verantwortung entziehen. Und Verantwortung, politische Verantwortung ist das Stichwort dafür, dass es heute nicht nur um diesen Skandal gehen kann. Arbeit muss sich wieder lohnen, das ist das Motto von Schwarz-Gelb. Inzwischen arbeiten aber in fast 25% der Beschäftigten unter prekären Arbeitsbedingungen. Niedrige Löhne, Minijobs, Befristungen, Leiharbeit, Werkverträge, Scheinselbstständigkeit, das ist die Realität. Amazon nutzt diese Fehlentwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und hat sein Geschäftsmodell perfektioniert. Aber auch viele andere Beschäftigten leiden unter schlechten Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne und Unsicherheit. Sie sind ungeschützt durch Tarifflucht und fehlende Betriebsräte. Sie, die Regierungsfraktionen, aber ignorieren diese Fehlentwicklungen und sie zeigen keinerlei Empathie für die Verliererinnen auf unserem Arbeitsmarkt. Und das ist nicht akzeptabel. Als Reaktion auf diesen Skandal brauchen wir also keine schönen Worte und inhaltslose Ankündigungen. Notwendig sind Anerkennung und Wertschätzung von Arbeit. Die unsäglichen Arbeitsbedingungen bei Amazon entstehen nicht alleine durch die Leiharbeit. Herr Kolb, da haben Sie recht. Aber natürlich müssen die Lücken bei der Leiharbeit geschlossen werden. Und wir Grünen fordern schon lange vehement Equal Pay, Mitbestimmungsrechte und vor allem auch effektive Kontrollen, die eben hier nicht funktioniert haben. Und das allein reicht aber nicht. Die Lohndrückerei geht weiter mit zweifelhaften Werkvertragskonstruktionen. Auch hier brauchen wir klare Regelungen. Und vor allem muss auch der Trend zu immer mehr Befristungen gestoppt werden. Auch Amazon ist hierfür ein extremes Beispiel. Denn im neuen Lager in Koblenz sind von den 3.300 Beschäftigten gerade mal 200 unbefristet angestellt und 3.100 befristet. Auch das ist ein Skandal. Die Fakten sind schon lange bekannt. Diese Regierung aber kümmert sich nicht um die Sorgen der Beschäftigten. Sie unternimmt nichts gegen die Tarifflucht. Sie bringt keinen Mindestlohn zustande und streitet stattdessen über eine Mogelpackung. Sie verweigert jegliche Regulierung auf dem Arbeitsmarkt. Die Hinweise aber zu sozialen Verwerfungen streicht sie aus ihrem eigenen Armuts- und Reichtumsbericht. Und mit dieser Politik muss endlich Schluss sein.
Wir brauchen soziale Leitplanken auf dem Arbeitsmarkt. Ich habe schon gesagt, der Wert von Arbeit muss endlich wieder im Mittelpunkt stehen. Es geht um die Würde des Menschen, auch in der Arbeitswelt. Und wenn hier nicht schnell ein Umdenken stattfindet, wird es bald wieder einen neuen Fall wie Schlecker oder Amazon geben. Und deswegen empfehle ich der Bundesregierung, sich die Krokodilstränen wegen Amazon zu sparen und mit der Arbeit zu beginnen in der Zeit, die ihr noch bleibt. Vielen Dank. Jetzt hat Gitta Konnemann das Wort für die CDU.